Ja, und damit herzlich willkommen zu einem, nicht neuen Let's Play, aber herzlich willkommen im Stream. Dies wird aber später als Let's Play veröffentlicht. Und zwar auf meinem Kanal, den findet ihr auf jeden Fall unten. Dementsprechend aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise im neuen, in der neuen Staffel. Auf Truck Simulator 2. Wir haben eine E-Mail bekommen. Spezialtransporte. Ja, hallo Chef. Ich habe da etwas für Sie. Dank unserer Verbindungen sind wir jetzt in der glücklichen Lage, richtige Herausforderungen geboten zu bekommen. Einige spezielle, ziemlich große und schwere Frachten erfordern den Transport durch einen, der sein Fach wirklich versteht. So etwas ist kein Spaziergang und verlangt nach gewissen Fertigkeiten. Aber auch eine besondere Sorgfalt, Geduld und die Zusammenarbeit mit Begleitfahrzeugen sind gefragt. Dass das erhöhte Risiko üppig vergütet wird, brauche ich ja wohl nicht zu erwähnen. Bei Interesse, ja, schauen Sie mal in diesen Städten vorbei. Die zähle ich jetzt mal nicht auf. Ich habe etwas Neues geholt, und zwar ein Lenkrad. Und das Lenkrad habe ich gerade noch ein bisschen eingebaut. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall so einigermaßen funktioniert mit dem Lenkrad. Ich habe nämlich noch keine Ahnung. Wir sind jetzt hier auf meinem Haupt-Account wieder. Auf meinem Let's Play-Account. Ich muss mal gerade gucken. Wir sind Level 8. Wir haben noch keinen eigenen LKW. Okay. Gut. Du kannst nicht frei herumfahren, da du keinen LKW hast. Möchtest du einen kaufen oder einen aus einer Flotte auswählen? Wir gehen mal auf LKW kaufen. Wir haben 100.000. Und ich schaue mal bei MAN vorbei. Jetzt haben wir sonst Volvo, Iveco, Mercedes, könnten wir auch mal gucken. Aber ich bin ja eigentlich eher der MAN-Fahrer. Wir schauen mal da vorbei. Besucher ausgewählt, naja. Und wir schauen da jetzt mal vorbei. Vielleicht finden wir einen für günstig Geld. Ich schaue mal, was das maximal ist, was man so... Okay, das kann ich schon nicht kaufen. Das kann ich alles nicht kaufen. Also das wäre jetzt der erste und einzige, den wir jetzt kaufen könnten. Wenn wir jetzt mal so die Ausführung ändern, dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen teurer werden. deutlich. Deutlich. Deutlich teurer. Okay, wir machen das erstmal so. Ich mache mal eine Fahrt mit... möchte ich verlassen. Ich mache mal eine Fahrt überhaupt mit Lenkrad und dann schauen wir mal, wie das Ganze so funktioniert. So, ich gehe mal direkt von... Tut mir leid. Preis pro Stecken... Preis pro Streckeninhalt aus. Ich möchte aber erstmal keinen Spezialtransport machen. Ich möchte erstmal den Transport machen, den ich so hinbekomme. Das wäre von Frankfurt nach Straßburg. Ist nicht weit, aber man kriegt es auf jeden Fall schon mal gut vergütet. Für Leute ohne eigenen LKW natürlich. 6.000. So, gut. Den Auftrag möchte ich annehmen. Gut. Hängt ein bisschen, ist ein bisschen überfordert, der PC. Kriege ich das schon hin. So, ich bin mal bereit und interessiert auf jeden Fall. Ich freue mich schon aufs Rückwärtsfahren. So, und ich würde sagen, wir... Da ist schon das erste Problem, da will ich schauen. Warum willst du nicht schalten? Warum willst du nicht schalten? Ja, da geht's schon los. Ich habe das Ganze auf dem Test-Account nur gemacht. Mal ganz kurz gucken. Oder hatte ich das auf einfache Automatik gepackt? Das hatte ich eigentlich auf echte Automatik gepackt, warte mal. Erstmal hier alle Tasten entfernen. Die brauche ich nämlich da nicht. Okay. Gut. Kupplungsachse kann ich aber auch eben mit. Zack. So, auch mal eben reinmachen. Gut, dann gucke ich mal eben bei den Knöpfen nochmal vorbei. Hochschalten und so habe ich ja eigentlich.
Ja, dann schauen wir nochmal nach, ne? Schauen wir nochmal nach. Wir gehen mal wieder fahren. Okay. Warum will es nicht funktionieren? Das ist aber sehr interessant, okay. Ah, ist echt scheiße, wenn es jetzt nicht funktioniert. Nimm mal einfache Automatik und schaut das Ganze mal mit der einfachen Automatik an. Ne, will auch. Hä? Das hat doch funktioniert. Ich habe da extra gerade eine Viertelstunde noch dran rumgetüftelt. Gut, eine Viertelstunde ist jetzt nicht lang, aber es ist eine Viertelstunde. Habe ich rumgetüftelt und es hat funktioniert. So, einfach so. Nein, das hatte ich aus. Das hatte ich auch alles aus. Anordnung der Gänge ist eigentlich scheißegal. Denn, Drive and Reserve. Die nehme ich auch mal raus. Geh nochmal auf Knöpfe. Oh, eieiei, das ist aber jetzt. Ist nicht du gut. Da stellen wir eine halbe Folge ein. So. Könnt ihr mich schon mal am Arsch lecken. Nein. Wollen wir natürlich nicht. Theoretisch ist das hier. Warte mal, ich mach mal hier eben die Hebel rein. Und dann schauen wir mal, ob man das klicken eigentlich. Ja, hört man, okay. Gut, dann muss ich mal aufpassen, dass. Wenn das nicht zu häufig hört, das. So, das sieht doch schon mal besser aus. Das ist doch mal was Gutes. So, Automatik ist drin. Wir haben unseren LKW so einigermaßen gut eingestellt. Wir müssen auf jeden Fall hier abbiegen. Schon mal auf die Bremse gehen. Das ist das Einzige, was ich noch mit der Maus machen muss, aber das passt schon. Sonst ist jetzt alles hier mit Lenkrad gefragt. Ich hab vor allem Blinklichter. Oh, warte mal. So. Ich muss mich mal ein bisschen vom Lenkrad wegbewegen, weil ich hab hier. Mein Stuhl ist dafür nicht ganz so geeignet für so eine Scheiße. So, wir müssen mal hier rum. Ja, der Anfangsstadtverkehr ist noch ein bisschen blöd gemacht. Aber sonst, ich glaube Automatik. Autobahn dürfte gehen. Ja, das ist doch schon mal schön. So, wir können hier direkt abbiegen. Boah, das ist aber eng geworden. Aber. Hoppala. Oh, da ist aber die Drehzahl direkt hochgeschossen in den Himmel. Aber es scheint ja zu funktionieren. Wir schauen mal ganz kurz. Das funktioniert auch. Kann ich auch hochdrehen. Ah, in meinen Fünfer-Schritten, das ist geil. Ja, ist ja gut. Wie schnell darf ich jetzt fahren? 80. 80. Ich habe ja wunderschön Drehhebel. So, auf 80 ist gestellt. Das ist super. Das ist super. Wir drehen direkt mal runter. 50. Machen wir mal 40. Wir kommen auch sicher hoch. Einmal nochmal blinken. Ne? Das sollte natürlich dabei sein. So, wir sind jetzt. Schon auf dem Weg hier hoch. Okay, dann können wir direkt. Oh, nein, jetzt habe ich ausgestellt. Wir dürfen 80 fahren, wa? Ich drehe mal am Hebel. Oh, 85, 80, so. Ne, ich habe hier so wunderschönen Drehhebel. Damit kann ich das wunderschön einstellen. Da habe ich extra den Tempomat drauf gemacht. In der Mitte halt einen Knopf, damit ich den Tempomat aktivieren bzw. deaktivieren kann. Und der Rest zum Drehen, so ein Drehknopf da drumherum. Dann funktioniert das Ganze auf jeden Fall schon mal recht gut. Boah, es ist echt. Ich habe halt die Vibrationen so aus. Das Gegensteuern. Ich muss rüber. Also unser Radar ist das so und das hört man im Mikrofon. Das ist nicht so vorteilhaft. So, ich muss mal ganz kurz ein bisschen runtergehen. So, 40. Der Bus wird auch 40 fahren, also werden wir jetzt ungefähr gleichzeitig da hochkommen. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie das mit dem Gegenlenken so ist. Controller-Einstellung war das. Unser Force-Feedback.
Machen wir jetzt einfach mal an. Stärke jetzt mal so ein bisschen minimaler. Und ich mache jetzt alles mal so ein bisschen runter, so ein bisschen sehr weit runter. So, Zentrierung machen wir ja. Zentrierung ist gut. Gelände. Ich will nur mal gucken, ob man das hört. Ob man das hört. Wenn man es wirklich hören sollte, dann machen wir es wieder raus. Okay, noch spüre ich nichts. Jetzt mal ordentlich rauskatapultieren die Geschwindigkeit. 70, 80. Schon kaum was. Okay, dann mach ich mal die Zentrierung ein bisschen stärker. Das ist das einzige, so ein bisschen das einzige, was ich, was mir eigentlich relativ gut gefällt, ist die Zentrierung. Effekte der Schwergängigkeit mache ich auch mal so ein bisschen höher. Dann sollte das eigentlich klappen, dann könnten wir langsam echt mal anfangen, vernünftig zu spielen. Ah jo, man merkt es leicht, ja. Gut, aber wir, es ist angenehmer, es ist deutlich angenehmer und es ist sensibler. Und da muss ich drauf achten. Weil vorher habe ich ja mit Tastatur immer gespielt. Dann war das immer das Lenken immer so. Und das geht ja gar nicht. Das ist hier schon viel angenehmer, viel pendiger. Man kann auch mit einer Hand fahren. Ich habe das auch so eingestellt, dass ich mit einer Hand komplett fahren kann. Also das Blinken war bei mir immer, auf Ü und dem Pluszeichen. Da war immer das Blinken. Und boah, das war zum Kotzen. Jetzt habe ich halt alles am Lenkrad, jetzt kann ich auch mit einer Hand blinken. Finde ich super, finde ich einfach top. Und ja, das gefällt mir. So. Gut, ist ja noch nicht mein LKW, dementsprechend habe ich mir auch noch keinen geholt. Ich hätte mir den schon holen können von gerade eben. Da hätte ich dann dazu dann einfach gesagt, ja gut, ich hole mir den jetzt. Ich habe das Geld gerade. Ich habe ja 1.000 gehabt und hätte dann für 99.000 mir den holen können. Aber dann wäre ich mit dem gefahren, hätte ich ihn wahrscheinlich komplett erstmal im Arsch gemacht. Darauf hatte ich keine Lust. Ich bin ja so faul. So ordentlich. So. Ich glaube, das stelle ich aber trotzdem noch stärker ein. So, das stelle ich noch ein bisschen stärker ein. Dann habe ich ein bisschen mehr Druck, weißt du. Dann zentriert sich das ein bisschen besser. Machen wir mal hier Stärke ein bisschen höher. Dann sollte es generell eigentlich ein bisschen schwieriger werden. Oder auch nicht. Ah doch, ja. Man merkt es. Man merkt es. Ich hoffe, dass man es nicht direkt hört, aber man merkt es. Wir können direkt schon mal auf die andere Spur, oder? Und schon mal langsam auf dem Weg machen. Abzubiegen. Wir müssen mich schon wieder hier abbiegen. Oh fuck, ich muss runter. Boah. Okay, wir müssen bremsen. Oh, einmal kurz gucken mit der Maus. Alles ist frei, dann können wir fahren. Das ist so eine kleine Umstellung. Das ist eine kleine Umstellung, dass ich das mit der Maus machen muss noch. Ist halt normal, aber muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Okay, schalt hoch. So, weil es bergauf geht wahrscheinlich. Jetzt gleich müsst ihr hochschalten. Genau, und mach gleich zwei Gänge. Mach gleich zwei, aber bist auf der richtigen Spur. Kannst wieder fahren. Nee, so, wir müssen hier schon wieder abbiegen. Haben also jetzt Landstraßen vor uns. Landstraße ohne Ende. Wenn der fährt, können wir, glaube ich, durchfahren. Ja. Das sieht gut
aus. Dann machen wir doch mal einmal. Schön rumlenken hier. So. So, bei kompletten Lenkumdrehungen, da fühlt man es wirklich. Da fühlt man es wirklich, dass da schon ein bisschen was hinter steckt. So, jetzt gucken wir mal, ob ich damit auch trinken kann. Denn ich habe heute ziemlich Halsschmerzen. Funktioniert. Halbwegs, aber es funktioniert. So, können wir direkt mal wieder Tempomat reinklatschen. Genau, Tempomat rein und erstmal auf 60 runter. Da können wir wieder schön pendeln. Ohne Scheiß, Tempomat bei diesem Spiel ist der einzig wahre Wahnsinn. Der einzig wahre Wahnsinn. Easy. Nein, ist der Hammer. Tempomat ist einfach bei dem Spiel hier der Hammer. So, wir müssen wieder bremsen, wenn wir müssen hier abbiegen. Oh, der muss in die andere Richtung. Ah, okay, das ist schön. Und wir werden vorgelassen. Wir werden vor. Oh, ah. Ja gut, wir werden trotzdem vorgelassen, alles klar. So, aber hier rum. Einmal schön das Auto touchieren. Sag ich ja. Einmal schön das Auto touchieren. Wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber, naja. Passt. Man hört es vibrieren, ne? Ja, man hört das vibrieren. Das ist das, was ich eigentlich nicht möchte. Das ist das, was ich nicht möchte, dass man das vibrieren hört. Es liegt aber auch daran, dass mein Mikrofon einfach scheiße befestigt ist. Dementsprechend geht die Stärke leider wieder komplett runter. Ja, das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Monaten legen. Da werde ich das auf jeden Fall ein bisschen anders haben. Also ein anderes Mikrofon eventuell sogar. Mit einem anderen Ständer und einem Pipapo. Und dann geht das Ganze. Man kann ja auch so fahren. Ne? Man kann ja auch so fahren. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nicht fahren könnte. So. Ey. Schön auf 60 einstellen. So. Jetzt kann ich mal unter dem Tisch mal eben die Pedale wieder zentrieren. Ich muss mir da vielleicht einen Teppich hinlegen. Also. Ich glaube, der rutscht hier selber weg. Auf den Boden. Gut, passt. Ja, ich bin wieder unterwegs mit einem DAF. Wunderschön. Beziehungsweise wir sind schon lange unterwegs, wir sind schon fast da. Wir haben auch nur noch 100.000 Euro. Wir haben ein bisschen Geld verloren gerade. Bezüglich zu schnell fahren einmal und einmal Unfall. Das hat echt viel gezogen, oder? Naja, was wir aber machen, ist halt so. Kann man nicht machen, kann man nicht ändern. Naja, wir ziehen direkt durch. Und ja, Road to Schwerlasttransporte. Nein, bei dem ist es erstmal Road to eigener LKW. Ich habe den Titel jetzt leider nicht geändert, weil ich gehe davon aus, dass wir den hier ganz schnell haben, den LKW. Weil ich werde mir den auf jeden Fall holen, den wir gerade gesehen hatten. Gleich, wenn wir ankommen. Und werde mir dann erstmal so die Accessoires dazu kaufen, dass wir einen eigenen LKW haben, dass wir dann auch richtig XP und so und auch Geld scheffeln können. Und werde dann direkt schon auf den fetten LKW sparen. Also werde den auf jeden Fall komplett aufpumpen mit allen Pipapo, mit allem was geht. Und werde mir dann später den dicken LKW holen. Mit Level 16. Also den wir jetzt letzte Woche uns geholt hatten, bei meinem anderen Account, sage ich mal. Da haben wir uns ja den LKW geholt von Mercedes, den dicken. Den letzten LKW. Ja, am Ende auf vierachsig, also hinten drei, vorne eine. Und den werde ich auf jeden Fall hier auch holen. Werde ich mir auf jeden Fall hier gönnen. Weil mit dem kann man auf jeden Fall super fahren und da kann auch ordentlich was ziehen. Und das ist auch der einzige LKW, den ich dann auch fahren möchte, erst einmal. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Das machen wir mit einem kleinen MAN. Den hatte ich ja davor auch. Also einen kleinen MAN. Ich glaube aber einen weiteren von Level 12 oder so. Ganz am Anfang hatte ich ein Iveco. Ja, aber hier haben wir noch gar keinen. Hier fangen wir auch direkt mit MAN an. Mit MAN bin ich super zufrieden gewesen. Die Karre fuhr. Mehr nicht, aber sie fuhr. Und das möchte ich mit der Karre natürlich auch zeigen. Mit dem MAN, den wir uns dann hier holen werden. Aber zuerst sind wir hier schlangenlinienfahrmäßig unterwegs. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu viel Sprit verbrauche. Die Karre ist fast leer. Ein Quatsch. Die hat noch mehr als ein Drittel drin. Deutlich mehr als ein Drittel. Zwei Fünftel sind das.
So, schön um die Kurven schlängeln. Ich mag sowas. Nur dabei kann ich nicht trinken. Das funktioniert leider nicht, weil ich würde jetzt gerne was trinken, aber ich habe keinen Bock, ständig auf Stopp zu klicken oder so, sondern ich möchte eigentlich durchbrummen. Wir sind ja auch fast da und dann kann ich gleich eben was trinken, wenn wir da sind. Da kann ich einparken, dann nochmal was trinken, weil der Hals braucht Flüssigkeit zum Nichtreizen. Aber wir sind fast da. Ne? 40 Kilometer haben wir jetzt gleich noch, 50 Kilometer haben wir jetzt sofort. Und das kriegt man ja richtig zackig über die Straße gefegt. Das ist ja schnell gemacht. Ja, kann ich mal gucken, ob alle Knöpfe funktionieren. Machen wir mal Scheibenwischer an. Sehr schön, das funktioniert. Was war das? Ah, Differentialsperre. Das andere hier oben, das ist Motor aus. Also wollen wir jetzt mal nicht probieren. Wir schauen mal nach. Wie sieht es hiermit aus? Perfekt. Die Karte ist auch aufrufbar. Ich muss davon jetzt abbiegen, merke ich gerade. Ah, rote Ampel mag ich nicht. Ich mag grüne Ampel. Oh, hätte ein bisschen fahren können, aber mir ist gerade das Pedal ein bisschen weggerutscht. Das muss ich wieder so ein bisschen festhalten. So, wir müssen die Kamera drehen und sehen wir die. Ah, ist gut. Direkt das Pedal durchtreten bis zum Boden, bis nichts mehr funktioniert. Jetzt einmal schön den Arm über das Lenkrad legen und einmal schön drehen das Ding. Ja, sehr schön. Richtig geil. Nein, ja, ich sollte nicht ganz so viel Werbung schauen, auch wenn die Werbung schon x Jahre alt ist. Mit super geil. Ohne Scheiß, die ist echt schon alt, die Werbung. Die ist ja echt schon alt, die Werbung. Von Edeka. Ne? Super geil. Aber sie hat es gebracht für Edeka. Glaube ich zumindest. So, wir können ja mal richtig Gummi geben hier. Wir fahren auf jeden Fall schon mal rüber, denn wir müssen gleich hier hochbohren. Ist auf jeden Fall eine gute Wendemöglichkeit, ist genug Platz. Und das würde auf jeden Fall funktionieren. So, wir müssen erstmal langsamer fahren. 50 ist hier sogar, wow, so viel. So, mal ein bisschen wieder auf die Straße kommen, wäre glaube ich nicht verkehrt. Oh, 18 Kilometer und wir fahren wieder auf den Highway. Easy. Aber wir fahren da direkt wieder runter. Dementsprechend können wir direkt hier drauf bleiben. Bei Straßburg müssen wir runter. Denn Straßburg ist unser Ziel. Es gefällt mir mit dem Lenkrad. Ist cool, ist angenehm. Ist leider halt wegen dem Rattern kann ich das jetzt nicht verwenden, weil es wird zu laut sein. Aber an sich. Oh, das war schlechte Bremse. Dankeschön, dass ich durchfahren durfte. Ich hätte wahrscheinlich als guter Autofahrer auf meinem Recht bestanden, selber zu fahren. So, wir müssen hier wieder runter. Oh, können wir fast geradeaus einfach fahren. Ich muss aufpassen, dass der Anhänger hinten nicht gegen die Leitplanke ausschert. So, jetzt hier an der Werkstatt vorbei und da hinten an der Ampel, die ist gerade noch grün, die wird glaube ich gleich rot werden. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. So, wir sind jetzt gleich nochmal eben kurz abbiegen. Oh, ein bisschen mittig fahren. Wir wollen ja natürlich straßenverkehrsordnungsgerecht fahren. So, und hier können wir wieder anhalten. Bei der Polizei. Hallo, Polizei. Oh, toll. Es war klar. Oh, Fußgänger. Wow. Digga. Was geht hier ab, Alter? Was ist mit dich, ey? So, ich muss hier rüber. Ja, zu viel Ghetto-Style, ich weiß. Und direkt auf die Fresse, meine Leute. Ihr Pedal einfach mal fett auf die Fresse geben. Sonst fährt der Wagen ja nicht los. Es ist auch schön, dass ich jetzt endlich dosieren kann. Geschwindigkeiten.
War ja mit Tastatur und so nicht ganz so möglich. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir einparken und wie wir einparken. Das wird, glaube ich, sehr interessant. So, ja, Eingabe und wir wollen natürlich das Oberste. Alles klar, das wird lustig. Ah, ich muss mir irgendwas mit dem Pedal überlegen, das rutscht mir gerade so ein bisschen weg. Warum auch immer. Ich habe das Ganze so ein bisschen eingespielt, damit ich mit dem Ganzen klarkomme, mit Pedal und Lenkrad, mit Grid Auto Motorsport. Autosport. Und ohne Scheiß, es hat erstens richtig Laune gemacht. Das spiele ich auf jeden Fall weiterhin, so ein bisschen damit klar zu werden. Ja, doch, ist richtig. Und da hat alles super funktioniert. Ja, ich muss ein bisschen weiter rüber. Andere Richtung. Kurbel, Kurbel, Kurbel. So ein bisschen rüber. So, einmal wieder Rückwärtsgang rein. Einmal komplett rüberlenken hier, dass die Kiste ein bisschen rumkommt. Ah, ja, andere Seite mal eben. Ach. Andere Seite rum. Ja, das hat funktioniert, wie geil. So. Wir haben die erste Fahrt gemeistert. Ich muss mal ganz kurz nach der Pedale gucken. Ja, doch. Wir sind ein bisschen weggegangen. Aber perfekt. Wir haben Bonus fürs Einparken aber auch natürlich bekommen. Klar, warum auch nicht? Oh, erstmal Lenkrad gerade stellen. Ich hoffe mal immer, ist das jetzt gerade? Jetzt ist es gerade. Da muss man immer drauf achten. So, wir fahren fort. Sind Level 8. Und ich sag mal so: 106.000, meine Lieben. Wir holen uns jetzt einen LKW.